Was geht ab, alle liebe Freunde, willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal mit einem Tag Verspätung. Dafür entschuldige ich mich direkt zu Anfang, ja. Sind wir jetzt aber endlich am Start mit der Cold-Blooded Bone Crusher EP und werden uns jetzt jeden einzelnen Track hier in voller Länge geben. Wir haben uns schon das Medley angehört, falls ihr also die Reaction nicht gesehen haben solltet, checkt die gerne aus. Da habe ich zu jedem Song schon so ein bisschen was gesagt quasi und ich freue mich sehr. Ich habe nämlich gesehen, hier ist auch ein Kinda Gray Feature drauf. Das habe ich gar nicht gecheckt, ich weiß gar nicht, ob es erwähnt wurde in im Medley. Aber ich bin großer Kinda Gray Fan, muss ich sagen. Sehr großer Kinda Gray Fan. Der Dude muss einfach mehr Mucke machen. Deswegen freue ich mich, endlich wieder was von ihm zu haben. Und ja, ey, ich freue mich drauf. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr auch so lange Videos hier guckt und supportet. Das weiß ich sehr zu schätzen. Deswegen hören wir rein. Wir fangen natürlich an bei Bloody Mary. Und ich weiß noch, der hat mich so gecatcht. Der hat mich so gecatcht im Medley einfach schon. Ich freue mich auf den Anfang. Let's go. Ich trau mich nicht. Dreimal Beast Boy vom Spiegel sagen. Ist doch eh nur ein Märchen. Ist eh nur ein Märchen. Was ist, wenn doch was dran ist? Komm schon, das wird lustig. Okay. Beast Boy? Beast Boy? Starkes Intro. Einmal noch. Starkes Intro. Okay. Beast Boy? Du hast dreimal meinen Namen gesagt, also tauch ich auf und rappe gleich in Rage ein paar. Oh mein Gott, fucking Killer, rapp ich sowas in deinem Zimmer, gibt's bei mir ein Treffen ohne dich und alle tragen schwarz, alter Bart. B to the E to the A-S-T, hier kommt ein mit dem Razor Teeth. Aus dem Rachen kommen Flammen oder Laserbeats, in die Pende bis zum Ende, Pick of Major Deals. T to the A to the D-D-L. Boah, ich weiß noch, Bro, das ist ja, also den Track haben wir, glaube ich, am fast zur Hälfte oder fast komplett, lief da ja Medley schon, und der hat mich so gecatcht da schon. Ich weiß, ich finde den Anfang so geil, wie er Beast Boy buchstabiert und dann aber auch Tadel buchstabiert, dass er eben beides hier nochmal appreciated, beide Seiten von sich quasi. Born with a voice that's deep as hell. Behandle die Gesangskabine wie eine Cell. Bis zum Morgen am Recording müssen wieder. Hell. Du denkst, das Studio ist Bowser Schloss. Es steht in Flammen und du triffst auf den Boss. Gib deine Kraft, die du willst. Boah, der Flow ist geistkrank. Wie will man normal, Digga, wie? Normal war ich noch nie. Wie ein Zombie creep ich in den Streets für mich wie eine Anomalie. Intro ist geisteskrank eigentlich, sag ich ganz ehrlich. Auch gerade der Flow hier, holy shit. Holy shit. Starkes Intro. Boah, der Beat auch, das sind einfach so Dubstep-Elemente drin im Beat. Checkt ihr das gerade? Digga, WTF! Geil. Stark. Intro schon sehr stark. Intro direkt schon sehr, sehr stark. Das Einzige, ich habe diesen Bloody Mary Part habe ich nicht so sehr gefühlt am Ende, wenn es so langsam wurde, weil wir hatten eine geile Energie bis dato. Aber all in all, starkes Intro. Allein das Intro vom Intro, ja, dieses kleine Snippet da drin, dieses kleine Skit da drin noch, fand ich sehr stark. Und ja, Bro, macht auf jeden Fall Bock. Also setzt gut den Vibe, finde ich, für die EP. Wir sind am Start jetzt mit Joker Smile. Let's go. Ich bin sehr gespannt. Geht's los? Läuft alles? Nee, es läuft nicht. Warum läuft's nicht? Hallo? Okay. Spotify-Bug. Selbst mein biometrisches Ausweisfoto hat mehr Swagger als du. Pretty Boy mit pinke Basket und in der Fresse Tattoos. Ich bin ein motherfucking Rockstar, jeder Mensch kennt diesen Du. Euer Hype bleibt nur für kurze Zeit so wie ein Henna-Tattoo. Ich bin ein Freak. Boah, weiß ich auch noch, kam auch krass dieses. Ich bin ein Weirdo, ich bin ein Freak. Ich bin ein Freak. Boah, ich liebe diese Adlibs. Ich komme nicht over diese Adlibs. Diese never, never, never. Diese kleine, dieser Voice, ich liebe das. Never. Boah, ja, die ist krass, die Line. Boah.
denn die Schafe halten ihr Maul. Ja, Bro, Joker Smile ist krass, ist krass, ist krass, wirklich. Wow, das kommt gerade nochmal anders als im Medley einfach. Ich hole meinen einzigen Treffer, es gibt eisiges Wetter. Der Bonkrasch ist in der Town wie in schweigende Lämmer. Denn die Schafe halten ihr Maul. Hinter den Ohren wie Piccolo. Ich bin geboren fürs Mikrofon. Wetter kann irgendwo mitten und nirgendwo dankbar, doch manchmal als bittere Dimension. Ich mach den Shit hier 10 Jahre straight. Ich hab jeden Brain von dem Leben und Steak. Boah, ich check aber auch sehr, wie er sagt, ey, werd erkannt mitten irgendwo im Nirgendwo. Ich bin dankbar, aber es hat halt auch so, sagt ja, bittere Dimension, so, ja. Deswegen, also, check ich sehr, aber man hört immer wieder raus, wie dankbar T ist für alles und auch für seine Minecraft-Zeit und so, die versucht er nicht irgendwie wegzukehren oder so, sondern er ist dankbar und stolz auf alles und für alles, sag ich mal. Aber wie gesagt, er sagt ja auch oft so, es hat halt auch echt Schattenseiten, ist ja auch obvious. Ich bin nirgendwo dankbar, doch manchmal als bittere Dimension. Ich mach den Shit jetzt 10 Jahre straight. Hab jeden im Brain von dem Leben on stage. Aber du Missikin redest von Fame. Mit 20k Followern geht ich Maschinen. Was willst du davon, wie es ist, wenn dir jeder nach deinem Mund redet? Für Teil deines Papers, ich scheiß auf Blutregeln. Man weiß dir Bescheid, dieses Leben wird dein Single-Player. Wow. Und wenn krass. Jemand nicht nach dem Mund redet, denkst du, die Person ist voll unfreundlich. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, Digga, ich hab geistkrank Gänsehaut. Der Part im Medley. Der hat mich befruchtet. Da wurde ich befruchtet. Und wenn immer jemand nicht nach dem Mund redet, denkst du, die Person ist voll unfreundlich. Sitz allein da und du wunderst dich. Oh. Oh, wie dumm wir sind. Wow. Oh. Gänsehaut hab ich, oh Gott. Ich bin ein Freak. Boah, es kommt krass. Funky Fresse, Dirty Tats und Ripped Jeans. Ich bin ein Weirdo. Boah. Das kommt viel, viel krasser jetzt gerade nochmal auf, wo so ein bisschen die Musikalität hier mit reinkommt nochmal mehr. Ich bin ein Weirdo, ich bin ein Freak. Joker Smile und Broken Eyes mit 16. Boah, das kommt geisteskrank. Ich bin ein Weirdo, boah. Ich bin ein Freak. Smoky Fresse, Dirty Tats und Ripped Jeans. Krass. Ich bin ein Freak. Joker Smile und Broken Eyes mit 16. Ich glaub die gleichen Ohrringe wie Ryuk. Ja, Mann. Chronische Minus. Lass den Globe schischen wie der Virus. Boah, ich würde gerne sehen, wie lange Jay Jiggy versucht zu überlegen, wer Ryuk ist. Wie lange er versucht rauszufinden und zu verstehen, wer oder was Ryuk ist. Das wäre mein persönliches Highlight, sag ich ganz ehrlich. Chronische Minus, lass den Globe schischen wie der Virus. Wer von einem auf einen Schlag jeden einzelnen Band in den Einkaufswagen, was damals für mich unerreichbar war, mache ich heute ohne einmal nach dem Preis zu fragen. Boah, und bey, Bro, gerade so die Kase-Mangas, Bro. Noch schlimmer, KZ Blu-Rays oder DVDs. Digga, du bezahlst 1 Milliarde Mark dafür, Junge. Ich bin jetzt nicht mehr derselbe, ich bin jetzt Vater, ich werde älter, sitze am Lenker, drifte über die Rainbow Road und das mit neuem Record. Geil. Fühl ich mich allein, ich liebe diese Gefühle, die T beschreibt, mit Dingen, die nicht jeder versteht. Nicht jeder kennt dieses Feeling von wegen, man ist gerade auf der Rainbow Road unterwegs und man hat eine neue Bestzeit oder hat seinen Geist halt geschlagen in Mario Kart. Und dieses Feeling ist krass und er beschreibt das eben auf sein reales Leben, so wo er sagt, ey, ich fühle mich gerade so, als wenn gerade ich die neue Bestzeit habe auf der Rainbow Road, die so geil zu fahren ist, ja, aber auch so schwer gleichzeitig. Und ich finde, das ist so geil, weil nicht jeder, das ist so ein Ding, was nicht jeder checkt, dieses Feeling, aber wir checken das, wir checken. Menschen um mich rum sind Spannung so hoch, meine Muskeln zucken, fühl mich, als ob ich ein bunter Hund bin. Wow. Dieses Freak, das gibt mir geile, das gibt mir so ein bisschen Dead Adam Vibes auch von früher, I don't know. Ripped Jeans, ich bin ein Weirdo, ich bin ein Freak. Joker Smile und Broken Eyes mit 16. Ich check the strings. Wie Helena Bonham Carter, die Hexe bei Harry Potter oder Benedict Cumberbatch bei den Never Just Season Magier. Ich bin strange, ich bin Jackie auf Droge, aber bin sober, ganz egal wo, bin awkward wie ein Loner und zeig mich nur zur Hälfte, so wie das Phantom der Oper. Boah. Phantom der Oper ist auch krass eigentlich, oder? Wie das, ich weiß nicht. Habe ich nie gesehen, aber ist krass. Ist krass, finde ich, wer sich den Shit ausgedacht hat. Shoutouts gehen raus. Ey, Joker Smile war sehr krass, fand ich. Joker Smile war sehr, 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 sehr krass, ja. Kam nochmal viel krasser als im Medley, in my opinion. Und ist bei mir auf jeden Fall, das wird einer meiner Faves der EP. Sag ich jetzt. Aber gerade da der Part mit der tieferen Stimme, wow. Fand ich sehr krass, auch wo er die Melodie mit reingebracht hat noch, hat mich sehr, 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 sehr abgeholt. Der nächste Track jetzt, Donnie Darko, ist tatsächlich auch direkt der mit Kinda Grey. Und ich freue mich wirklich sehr. Ich bin sehr gespannt, ich habe natürlich hohe Erwartungen, wie gesagt, weil ich Kinda Grey sehr gerne mag, ja.
und der Dude irgendwie mal wieder Musik rausbringen muss. Deswegen, let's go. Broski, du kennst es doch. Ich bin heute aufgewacht, mir ging's gut. Ich war im Modus, ich war in der Zone, ich hab meinen Coffee gesippt und dachte, heute wird ein guter Tag. Aber never mind. Mein Kopf macht Stress und ich switch wieder rein in den Hard-Mode. Oh, ja. Das ist der Part aus dem Snippet, denn den fand ich so krass. Wieder rein in den Hard-Mode. Schwierigkeit wie bei Dark Souls. Krass, okay. Mein Kopf macht Stress und ich switch wieder rein in den Hard-Mode. Schwierigkeit wie bei Dark Souls. Niemand bleibt davon verschont. Siehst voraus, doch nie Darko. Einsam, hard broke. Keine Weste, bleib blanko. Mach deine Stress wow. Ich lieb's, wie seine Stimmfarbe sich hier so geändert hat. Allgemein, hab ich schon oft gesagt, aber T ist einfach so spielerisch. Der versucht so viel und macht so viel und der kann mit seiner Stimme so viel anstellen. Liste bleibt blanko, mach deine Schmerzen zu Glanzmode. Du weißt, was kommt, Donnie Darko. Vielleicht bist du bestens im Form. Vielleicht spielst du jedes zweite Level von vorn. Wow. Der Becher steht dir gerade der Endboss bevor. Wow. Ich war ein Nessus-Flakon. Das Leben ist eine viel zu schnelle Sinuswelle. Viele Schergen, viele Schwächen. Niemand kann sich widersetzen. Weil dir diese Wave und such dir lieber gute Kinoplätze. Check, dass du der Spieler statt des Spielfigur auf diesem Brett bist. Mensch, ärger dich. Check, dass du der Spieler statt der Spielfigur auf diesem Brett bist. Das T hat oft so diese Zeilen, wo man kurz so denkt, oh shit, oh shit. He's got a point. So dieses kurz ins Leben zurückholen, weil du bist der Spieler und nicht die Spielfigur. Wir sehen uns oft so als Spielfigur. So, ah, ich muss bababam, nächste Schritte machen, ans Ziel kommen, aber du bist der Spieler und nicht die Spielfigur. Du kannst alles beeinflussen. Du kannst sagen, ey, weißt du was? Dieses Spielbrett gefällt mir gerade gar nicht. Ich hopp mal aufs andere Spielbrett. Oder, Bro, weißt du was? Ich kann selber irgendwie so, ich bin selbst mein Glückes Schmied so. Wisst ihr, ich kann selber gucken, dass ich die Sechsen jetzt mal rauswürfel hier irgendwie. Und, weiß nicht. Ich finde, T hat oft so dieses, du kannst alles schaffen, wenn du willst, Ding. Und das enjoy ich sehr, weil das ist halt die innerste Wurzel aus meiner Kindheit mit Digimon. Lebt ein Traum, wird da wachgerüttelt wieder. Setzen wir dir diese Wave und such dir lieber gute Kinoplätze. Check, dass du der Spieler statt des Spielfigur auf diesem Brett bist. Mensch, ärger dich nicht. Boah, stark, okay, danach direkt die Mensch, ärger dich nicht. Zeig das. Ist selber zerfriss. Ist ein schmaler Grat zwischen Jedi und Sith. Pflanzen können wachsen, wenn es regnerisch ist. Yes, yes, yes. Lebe dein Leben jetzt und fang ich morgen erst an. Reife deinen Geist, sei bereit. Wurzeln eine Pistole ohne eine Patrone in der Trommel erkennen. Ich roll dice. Unser Life ist ein Souls-like. Boah, geil. Hoch drei und Hunger wie in den Outlines. Ja, Mann. Also wieder rein in den Hard-Mode. Schwierigkeit wie bei Tags. Boah, das ist auf jeden Fall motivational shit hier in dem Track. Den fühle ich auch sehr, 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 sehr. Also auf jeden Fall, was soll ich sagen, wir sind beim dritten Track. Bloody Mary war quasi auch nur ein Intro. Also ich würde sagen, Joker Smile, Donnie Darko sind top, top, top bis jetzt. Niemand bleibt davon verschont. Siehst voraus, Donnie Darko. Einsam, hard bro. Ich bin so gespannt, dass den keiner Grape hat, ne? Mach deine Schmerzen zu Glanzmode. Du weißt, was kommt, Donnie Darko. Smartphone im Dark Mode. Ganze Welt und klar Farbton. Fake Buddies wie Jake Sully und Plastikmucke im Radio. Kaum etwas noch echt, trau mir nicht mal selbst ohne Pause in blaues Licht getan. Ich halte Applaus im Internet zu einem Star oder Clown im Zirkus. Wow, 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 sorry. Macht mich all der Applaus im Internet zu einem Star oder Clown im Zirkuszelt. Das ist crazy. Also, alle Leute, die T immer noch nicht ernst nehmen als Rapper oder Musiker allgemein, sollten sich vielleicht mal seine Texte ein bisschen durchlesen und mal drüber nachdenken. Mal selbst ohne Pause in blaues Licht gedrängt. Macht mich all der Applaus im Internet zu einem Star oder Clown im Zirkuszelt. Ich bin nur ein junger Shooter, den der Zweifel frisst, aber mit einem Willen, der aus Eisen ist. Mach einen guten Tag zu einem Zeichentrick, das ist meine eigene. Boah, das ist stark, finde ich auch. Der Zweifel frisst, aber mit einem Willen, der aus Eisen ist. Mach einen guten Tag zu einem Zeichentrick, das ist meine eigene. Mach einen guten Tag zu einem Zeichentrick. Tu was, scheißegal, wenn ich zuhör. Ich pausiere jede Zeile, ist mir egal. Das ist meine eigene Toon-World auch. Ich bin, ich liebe Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Mein ganzes Leben. Ich spiele immer noch jeden Tag Yu-Gi-Oh! Sag ich ehrlich. Toon-World, Yu-Gi-Oh! Karte. Tag zu einem Zeichentrick, das ist meine eigene Toon-World. Scheißegal, wenn ich zuhör. Um meine Meinung im Detail zu beschreiben, reichen ab jetzt 2 words. Fuck you. Fuck you. Fick dich. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Ficken sie sich selbst. Jetzt bin ich sehr gespannt. Fuck you. Ich lieg im Dreck, so wie die Fasseln von einer Lilie. Oh! Und es regnet auf meine Chucks. Ich würd leben, solange es sagt. Leben so lange satt, Depressionen im Sack, 14 Stunden.
Doch ich bin sicher nicht wahr. Wow. 200 km/h, auf das ist was mit mir macht. Nicht so wie die fucking Black. Es regnet auf meine Chucks, doch ich wachse. Wow. Okay, der Kleiner Grey Part war wirklich sehr short. Der war wirklich sehr, 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 sehr short. Aber wirklich auch sehr, 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 sehr gut. Sage ich, wie es ist. Ich hätte gerne viel mehr gehabt von ihm. Ich hätte gerne so viel mehr von ihm gehabt. Aber ich bin unfassbar zufrieden mit seinem Part auf dem Track. Wow, starker Part von Kleiner Grey, sag ich ehrlich. Hört euch mehr Kleiner Grey an, falls ihr Kleiner Grey noch nicht auf dem Schirm habt. Aber ich denke, die meisten checken schon. Hört euch mehr von ihm an. Er hat nicht super viel draußen, ja. Aber das, was er draußen hat, ist sehr, sehr starke Shit. Ich denke, die meisten kennen wahrscheinlich mit Rin zusammen IO Technology. Das ist so... Das kennt man, glaube ich. Da ist auch das Musikvideo insane zu. Okay. Also ich sage ehrlich, bis jetzt, ich bin unfassbar zufrieden. Unfassbar zufrieden, ja. Wir sind gleich schon bei der Hälfte angekommen von der EP. Und es fühlt sich an, als ob wir einen Track gerade gehört haben, gefühlt. Aber ich bin sehr zufrieden. Jetzt haben wir Big Dogs und Big Screens. Boah, Beat klingt crazy. Beat klingt crazy. Hey, voll Laser, wie du abgehst. Yeah. Victory is my destiny. Wow. Big Dogs und Big Screens. Big Balls und den Big Jeans. You already know that I'm a beast. Oh, 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 Bro. Das hat übel diese Punkrock-Vibes. Übel diese Punkrock-Elements. Ah. Oh, 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 shit. Oh, stark bin ich eine Elf, so wie Millie Bobby Brown, weil sie natürlich Elfi gespielt hat, Mann. Fucking 11. Sehr, sehr stark. Sie sagt ehrlich, sehr, sehr stark. Die Energy liebe ich. Ich liebe es auch, dass er so viel Englisches drin hat. Ich mag das gerne, wenn man bilinguale Tracks macht irgendwie. Stimme fucking rau. Auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich der Elf, so wie Millie Bobby Brown. Ich schwing den Wind, so mal meine eigene Welt, so wie Amante, das in Okami. Ja, Mann. Ich lande am richtigen Fleck, denn mein Herz wird die Navigation, so wie Nami. Geil, geil. Geil. Fingernägeln, Headphones immer drin, denn ich will nicht reden. Durchs Rappen get ich dead Presidents, aber alles, was ich will, ist ein Sinn im Leben. Und ich bräuchte endlich mal Peace in meinem Mathematik. Ich bin so fucking ambivalent, ich will schon jetzt einen anderen Beat. Stark, stark, ich will schon jetzt einen anderen Beat, Kira. Und Kira delivered, und Kira delivered. Ich bin so fucking ambivalent, ich will schon jetzt einen anderen Beat. Boah! Big Dogs on Big Screens, Big Balls in the Big Jeans. Big Dogs for Big Dreams, quit talking, bitch, please. Big Dogs on Big Screens, sip water, big lean. Real talk. Auf meinem healthy shit, rice bowl mit mixed greens. Boah, sip water, thick lean, rice bowl mit mixed greens. Stark, sehr, sehr stark, Bro. Shoutouts an Kira, Bro. Kira ist so, der war so im Stew. Der war nur am Gucken, Bro. Der war einfach nur am Gucken, der Mann. Thick lean, bin auf meinem healthy shit, rice bowl mit mixed greens. Ich schau nicht mal auf mein Paycheck. Bro, mir geht es gut, straight facts. Wow. Ich drück die Kombos in Smash und meine Frau rasiert sich in Apex. Ich bin der Spitfire und ich Spitfire. Für meinen Film bin ich Scriptwriter, Mann. Hätte ich Tinder, dann wärst du ganz sicher ein selbstverständlicher nach links Swiper. Das war der Part aus dem Snippet, den wir gehört hatten. Krass. Wir schwachen bei den Tätten noch einen Schritt weiter. Es geht wirklich weiter hoch wie auf der Schrickleiter. Wenn der Baba seine Stufen droppt, dann gibt's leider. Nicht so lachen würde, jetzt wäre das ein Insider. Buckle up, denn ich bin back, ja. Kammerstrahlung, wenn ich rap, ja. Ballerklappe auf den Geil. Back, ja. Kennst du diesen blauen Panzer bei Mario Kart, der die Stacheln dran hat? Klar. Ich freu mich, dass es den in Real... Klar? Klar, fand ich schon im Snippet so geil, Mann. Das ist für mich so die personifizierte, typische T-Zeile. Kennst du diesen blauen Panzer bei Mario Kart, der die Stacheln dran hat? Klar. Ich freu mich, dass es den in Real Life nicht gibt. Warum? Naja, das Ziel wäre ich. Oder Boy Blacks wie Wednesday Adams. Boah, der Beat ist insane auch. Das Dunkle, das sie für mich schlummert, als wär ich ja Nick in den Phantom Menace. Big Dogs on Big Screens, Big Balls. Krass, die EP ist geistes, die EP ist geisteskrank, sag ich euch ganz ehrlich, ja. Sag ich euch ganz, ganz ehrlich, Mann. Holy big shit. Big Dogs voller Big Dreams, quit talking, bitch, please. Big Dogs on Big Screens, sip water, fake lean. Bin
auf meinem Healthy Shit Rice Bowl mit Mixed Greens. Dein Horizont ist beschränkt auf Instagram und TikTok Trends. Alle machen Drogen. Digga, was ist das? Ganz kurz, was ist das für ein Flow-Change? Holy shit. Rice Bowl mit Mixed Greens. Dein Horizont ist beschränkt auf Instagram und TikTok Trends. Alle machen Drogen. Geistkrank. Boah, geisteskrank. Geisteskrank gerade. Wow. Boah, Kickli war immer eines meiner favorite Pokémon. Ich war immer hella mad, wenn man sich entscheiden musste. Und ich wollte immer Kickli und Nocturne haben. Und ich habe immer eins gewählt und dachte dann, fuck, falsche Entscheidung. Genauso wie bei Evoli. Welchen Stein gebe ich Evoli, Bro? Immer danach irgendwann bereut. Weiß nicht, ich wollte immer alles haben. Ich wollte zu viel. Sehr, 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 sehr stark. Big Dogs on Big Screens. Wow. EP ist geisteskrank bis jetzt. EP wird so durchgehört. Die EP weiß noch gar nicht, wie sehr ich sie durchnehmen werde noch. Ich sag's euch ganz ehrlich, ja. Holy shit. Jetzt haben wir Extreme Dinosaurs und jetzt sind wir exakt bei der Hälfte angekommen. Let's go. Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Oh mein Gott, helfen Sie uns. Was ist denn hier passiert? Dieser junge Mann. Das liebe ich bei Tiso, dass er so sein Wortwitz und seine, weiß nicht, er ist immer so, er hat immer dieses lockere, leichte Ansicht und das liebe ich so sehr bei ihm. Mein Gott, helfen Sie uns. Was ist denn hier passiert? Dieser junge Mann hier hätte eben angefangen, kranke Bars zu rappen auf einmal. Halt's Maul, Digga. Das ist seine Nase gekommen und er ist so ohnmächtig geworden. Nun gut, zum Glück habe ich immer meinen Defibrillator dabei. Wow, da bin ich wohl laut gepasst. Wow. Danke für den Schock, jetzt bounce it back. Sie sollten sich jetzt wirklich erstmal ausruhen. Ich finde, da merkt man so Parallelen zu Kollega vielleicht auch so ein bisschen. Ich glaube, Tia hat ja auch früher viel Kollega gehört. Und das erste, dass ich mit Deutschrap krass in Kontakt gekommen bin, war auch mit Kollega. Und da ist so dieser Wortwitz, dieses, keine Ahnung, wisst ihr, so dieses Hörspielmäßige ab und zu, so, das sehe ich da auf jeden Fall wieder auch. Schock, jetzt bounce it back. Sie sollten sich jetzt wirklich erstmal ausruhen. No, ich hab noch Power wie eine Powerbank. Okay, schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Ja. Macht halbe Sachen, so wie Moses. Gib mir den Defibrillator. Halbe Sachen, so wie Moses, Digga. Auch Starkzeit, Alter. Ja, macht halbe Sachen, so wie Moses. Gib mir den Defibrillator. Ich will davon noch eine Dosis. Ja, ich steh voll unter Strom. 100 Pro. Wohl ich exfolier bei jedem Match in Yu-Gi-Oh! Also du nicht mein Fan bist, ja. Dieser Dude hier ist Savage, ja. Mann, hier ist nicht mehr zu helfen. Ich bin Superstar, so wie Elvis. Ich setze meinen Coffee und tanze durch die Lobby. Schreib 16er zum Ausgleich. Ich rap nicht nur als Hobby. Große Fresse, so wie Birdo. Mein Sternzeichen ist Virgo. Geiler Flow. Wie der Sensei von den Turtles. Extreme Dinosaurs war nie mein Vibe. War vor meiner Zeit, glaube ich, auch. Ja, aber das fühle ich immer nicht so, wenn er so Sachen so lang zieht, so. Wenn es so dadurch ein bisschen langsamer wird. Anfang fand ich sehr cool. Ist ja auch auf jeden Fall der kürzeste Track, glaube ich, auf dem Album. Also so auf der EP. Also so ein bisschen Bonus-Fun-Track vielleicht auch ein bisschen. Intro fand ich sehr cool vom Track. Aber so dieses Langgezogene bin ich immer nicht so sehr Fan von. Der Goat wie ein Geißbock. Geisteskrank. Denk mal drüber nach. Wie ein Geißbock. Du ziehst sofort die Sneaker aus, wenn du schon bei mir reinkommst. Denn der Teppich war expensive. Mach Adlibs wie beim Tennis. Ich geh so hart, ich werd wieder um mich nehmen. Nein. Oh nein, was ist denn mit diesem Jungen? Adlibs wie beim Tennis, weil man beim Tennis immer nach jedem Aufschlag so macht. Und deswegen die Adlibs ihr sind. Wieder um mich nehmen. Ich glaube schon. Nein. Oh nein, was ist denn mit diesem jungen Mann passiert? Hilfe! Hilfe! Helfen Sie uns! Bro, T könnte Loki auch wirklich guter Synchronsprecher sein. Also Real Talk. Könnte er wirklich sehr. Ich finde, so wie er immer redet, gibt mir sehr Adventure Time Vibes. So Adventure Time,
Gravity Falls Vibes, so wie er so redet in seinen Hörspielteilen hier. Alright, nächster Track ist Error. Let's go. Boah, die fühle ich jetzt schon. Früher war ich ja Sagat, Schwarzmaler, schmiede meinen Geist wie ein Katz. Oh. Des Lebens, Samsara, macht die Verwandlung wie Franz Kafka. Ich bin ein Wow. Früher war ich Mitläufer, Nichtsträumer, war so wie ein Bot, den ein Chip steuert. Server Shutdown, Blitzfeuer, coming back to life, Pink Floyd, Mann. Geistes, der ist geisteskrank. Der ist geist, den enjoy ich geisteskrank. Geisteskrank. Ich liebe diese Musikalität einfach, die er reinbringt. Wow. Wow, der ist krass, der Track. Wow. Der ist geisteskrank. Holy shit. Der Track ist geisteskrank. Da werden ganz, 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 ganz viele auch relaten können. Wow. Irgendwas nicht stimmt. Krass. Wow, geisteskrank. Abspann, die Beta hat zu viele Fehler anfangen. Ja. Mehr Bugs als ein Käfersammler, wurde selbst zum Bugs, so wie Gregor Samsa. Ja. Mehr Bugs als ein Käfersammler ist auch schon wieder eine sehr schöne Pokémon-Zeile. Sehr starker Track, also da werden ganz, 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 ganz viele relaten können. Und ich lieb's, wie Tadel eben dieses Lost in Life, ausgeschlossen fühlen, ausgeschlossen sein, Einzelgänger sein und so Lonely, Emptiness-Feeling, dass er das so bezieht auf Bugs, Error und Beta-Version und ey, check, 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 alles ist gut, Mann. Man ist hart in der Beta-Version eben noch Bugs, so. Bin sehr stark. Doch ich sehe es langsam, jetzt wird Zeit, dass man die Facts face. Denn Pain ist dein Sensei, als wenn du ready bist zu fighten, kommt die Next Stage. Alles entwickelt sich in einem Fast Pace und du musst im Bilde bleiben wie ein Smash Games. Wow. Heute gibt es bittere Pillen und dann ist es nicht immer alles prickelnd wie der Champagne. Wow. Für mich wie ein Bug, für mich wie ein Glitch, schon als Kind gemerkt, irgendwas ist rigged. No shit, dieser Film war nichts für mich, deshalb hab ich heute Tinte im Gesicht. Wow. Ich schreibe die Hände und danke dem Herrn dafür, dass ich an diesem Place bin. Noch immer gefangen in der Matrix, aber muss nie wieder strugglen mit Basics. Krass. Bauch gestopft mit Food, überm Kopf ein Move. Also grinde ich, nämlich Cyber King, wie den Robo bei Dr. Who. Wow, yes! Bro! Ich liebe Dr. Who. Dr. Who, meine All-Time-Favorite-Serie mit Community auf Platz 1. Sharen die sich so, würde ich sagen. Die sharen sich Platz 1, okay? Digga, das ist... Stand jetzt mein favorite Track der EP, by far. By far. Den fühle ich geisteskrank gerade. Überm Kopf ein Move, also grinde ich, nämlich Cyber King, wie den Robo bei Dr. Who. Ich bin mein Bug. Ich fühl mich wie ein Glitch. Wow. Ich fühl mich wie ein Glitch. Ich bin mein Bug. Yeah. Boah, das ist stark, dass es sich jetzt quasi auch so verglitscht anhört, so in a way, ja. Boah, jetzt haben wir Kira noch hier drauf. Geil, Mann. Okay, ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Aber bis jetzt würde ich sagen, mit meinem Favorite-Track von der EP auf jeden Fall und auch vom ersten Mal hören jetzt einer meiner Favorite Tracks von T allgemein, so den ich irgendwie mit am meisten fühle. Auf der Lane, bin ein Pixel, bin ein Frame, Error, es wird heiß. Mein Computer friert, Airport staubig, weißes Rauschen, ich verlaufe mich auf dem Weg nach Hause. Oh. Ich will leben und ich lebe mir ein NPC, es gibt nur einen Weg, so wie 2D. Kein Problem, doch die letzten paar Jahre waren mies gefickt, fühl mich an, als ob ich eine Maschine bin. Boah, Beat ist auch krass gerade. Doch was weißt du von Einsamkeit, was Punchline, dafür gibt es keinen Vergleich. Fragil, so wie Porzellan, schrei ein Loch in die Wand, wie mir Portalgun. Wow. Yeah. Schrei ein Loch in die Wand, so wie eine Portalgun, das ist auch krass. Was das bedeutet, dich? Seh die
letzter Atemzug, denn wow. Zu knocken, schlägt das Schicksal noch nicht hart genug. Life's a glitch, irgendwo zwischen dumm und scheiß Genie. Bin gefangen im selben Loop seit 90. Ich fühle mich wie ein Wahn. Wow. Ich fühle mich wie ein Glitch. Schon als Kind hab ich gedacht, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Und jetzt suche ich geisteskrank. Ja, ich sag geisteskrank, ich sag ehrlich geisteskrank. Das ist für mich auch, Kibras Part war sehr, sehr stark. Die Musikalität in dem Track, also das ist für mich wirklich top. Ich sag mir selbst in den Highs und Downs, aber gerade weil das auch ein Track ist, der vielen was geben wird, wo viele sich verstanden und irgendwie, weiß nicht, so fühlen. Deswegen sehr, 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 sehr stark. Ich bin ein Wag, ich fühl mich wie ein Glitch. Irgendwas nicht stimmt. Und jetzt such ich nach mir selbst in den Highs und Downs. Aber geisteskrank. 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 Jetzt sind wir beim Moneyboy Part, beim Moneyboy Feature. Holy shit. Aber auf jeden Fall für mich Error, einer meiner Top Tracks von T. Ever, würde ich sagen. Einfach, weil ich den sehr, sehr gefühlt habe und weil wir da alle so ein bisschen auch relaten können, habe ich das Gefühl, ja. Deswegen, wir machen direkt weiter mit dem Moneyboy-Feature-Part auf Get Rich and Die Crying. Da bin ich sehr gespannt. Wir haben von Moneyboys Part noch nichts gehört im Snippet. Wir haben nur T gehört, aber der Track hat sich schon sehr tasty angehört da. Der wurde ganz kurz nur angeteased, glaube ich. Heute ist einer dieser Tage, wo ich down bin. Fängt an mit Moneyboy sogar. Aber trotzdem aufnehmen und mache diese Tracks, um zu hustlen, um mich abzulenken. Von meinem Life abzuschalten und wow. Zu denken. Ja, ich habe ein bisschen Geld und ich habe ein paar Fans. Trotzdem sitze ich wieder ganz allein in dem Apartment und frage mich. Slide ich gerade schon ins nächste Down. Slide ich wow. Gerade schon wow. Ins nächste Down. Holy! Digga! Okay, also der Anfang, die Anfangs 3-4 Zeilen von Moneyboy und dann dieser Einstieg zu T fand ich sehr stark. Vor allem auch Moneyboy so zu hören mal wieder irgendwie, wisst ihr, so wirklich so no cap mäßig, real unterwegs. Wow. Tage, wo ich down bin. Get rich and I grind. Fake smile and real diamonds. Jede Show sold out, doch auf der Stage stehen wir alleine. Face tatted wie Tyson, mit dem Fame kam auch der Leichtsinn. Hatte keine Tassen im Schrank, doch dafür Teller in meinem Eis drin. Egal, wow. Doppelplatin oder Flop, egal ob Bonzenkarre oder Schrottkarre, im Concrete Jungle bist du lost. Augen rot so wie Hellboy, sau am Arsch wie ein Sextoy. Ja. Digga, das weiß ich noch. Das weiß ich noch. Sau im Arsch, so wie Sextoy. Die ist mir auf jeden Fall hängen geblieben. Die ist mir auf jeden Fall hängen geblieben, die Zeile. Sag ich so, wie es ist, ja. Sau im Arsch, so wie Sextoy. Das war auf jeden Fall, wo ich dachte, ja. It's still a Moneyboy-Song, so. Egal ob Doppelplatin oder Flop, egal ob Bonzenkarre oder Schrottkarre, im Concrete Jungle bist du lost. Augen rot, so wie Hellboy. Sau im Arsch wie ein Sextoy. Muss langsam runter vom Highway, ich bin ausgebrannt wie der Damn Joint. Wow! Krass, das kommt hart. Das kommt sehr, sehr hart. Und ich finde, das ist wirklich eine EP, wo wir alle sehr viel relaten können und alle auch sehr viel draus ziehen können. So, weiß nicht. Also immer, wenn man so eine Downface hat, so, jeder kennt das aus, Digga, jeder hat irgendwann mal irgendeine Downface, ja. Und ich finde, der Track beschreibt das sehr, sehr gut, so diese Angst davor auch so ein bisschen, ja, wo man denkt, ah, I don't know where this is going right now. Slide ich schon ins nächste Down. Get rich, die grind. Jede Ball wieder den Ground. Wow, geile Flow. Slide ich down. Get rich, die grind. Bin ich schon wieder am Ground. 14 Sekunden Takt zwischen den Launen. Slide ich down. Get rich, die grind. Heute ist einer dieser Tage.
Ich weiß nicht, das hittet irgendwie noch mehr, wenn Moneyboy das sagt. Wenn Moneyboy wirklich so Real Talk-mäßig sagt, heute ist einer dieser Tage, wo ich down bin, denke ich mir, ach, Moneyboy, Bro. Let me give you a hug, so, ich weiß nicht, der Arme. Heute ist einer dieser Tage, wo ich down bin. Ich bin Iron Man wie Tony Stark, ich grinde hart wie Tony. Dort, da muss ich an eine Kollegazeile denken, wie er sagt, denn heute ist Tonys Tag wie Iron Man. Tonys Tag und Tony Stark. Wo ich down bin, ich bin Iron Man wie Tony Stark. Ich grinde hart wie Tony Hawk. Unbreakable wie David Dunn. Bin jetzt auf einem crazy run. I'm Maniac, ich lebe für den Shit. Wer ist so fly wie wir? Ich red nicht von dem Turntable, doch ich bin ein Pioneer. Geil! Money Boy, I made a way, I paved my lane. Oh. Werf ich das Paper in die Luft wie einen Paper Plane. Sip Champagne, das Game ist wie ein Elevator. Up and down, es fühlt sich selbstverständlich an. Doch ich leb meinem fucking Traum. Es fühlt sich so an, als würde ich gerade erst gestartet getten. Es fühlt Stark. Sich so an, als würde ich meinen besten Part jetzt. Wow, machen. Ja, oh Gott! Ich bin happy und zufrieden, wie es heute ist. Und morgen wird und damals war, ich schwör dir, ich bereue nicht. Digga. Ich sag ganz ehrlich, das ist wirklich für mich persönlich einer der stärksten Moneyboy-Parts, die ich auf jeden Fall in letzter Zeit so gehört habe. Sehr, 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 sehr starker Moneyboy-Part. Sehr reflektiert und weiß nicht. Also ist auch so dieser Full Circle auf dem Track, wie er anfängt mit, boah, slide ich gerade ins nächste Down-mäßig. Ich weiß nicht, heute ist einer dieser Tage, wo ich mich down fühle, zu, ey, weißt du was eigentlich, ich komme gerade richtig in Fahrt und ich gehe jetzt nicht ins nächste Down. Ich gehe jetzt das erste Mal richtig ins Up voll und bin da. Und das ist so dieser Full Circle-Moment, dass man dann anfängt mit A, alles irgendwie schwierig und am Ende so, eigentlich ist alles gerade ziemlich geil. Eigentlich geht's jetzt gerade erst richtig los so. Slide ich schon ins nächste Down. Krasser Track. Sehr stark. Sehr, sehr stark. Ganze EP ist wirklich krass. Und jeder Track hört sich auch irgendwie anders an und das enjoy ich sehr. Das enjoy ich wirklich sehr, dass wir auf jedem Track so ein bisschen überrascht werden noch. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Wir haben jetzt noch 3 Tracks, ey. Zeit fliegt, time flies by, wie Laplace sagen würde. Full Moon mit Young Mon zusammen. Let's go, man. Let's go. Ich rolle mit der Gang. Würde ich sagen, hätte ich sowas wie ne Gang. Nowadays bin ich ein Loner ohne Friends. Und hab auch keine Lust auf Puffen oder Suff. Jedes fucking Missverständnis schwächt die Flammen in meiner Brust. Auch an schlechten Tagen werf ich ein Pasch. Denn mir brachten die Sterne einen Schatz. Wow. Ich war on the bottom und war daily drunk as fuck. Aber heute bin ich Vater und der Pain wird weggelacht. Boah. Aber heute bin ich Vater und der Pain wird weggelacht, Digga. Ich hab direkt, sorry, ich kann nicht der Einzige sein. An wen habt ihr gedacht? An wen habt ihr gedacht? An wen habt ihr gedacht bei der Zeile? Ich habe gedacht an diese, jetzt lachen wir zusammen unser Problem weg. Diese komische Frau von TikTok. Aber ich mag die sehr gerne, weil, ey, das ist genau das, wie T beschreibt. Der Pain wird weggelacht. Lacht mehr. Einfacher gesagt als getan, I know. Aber wichtig, wichtig. Einmal am Tag kurz zu lachen. Aber dann war es ein erfolgreicher Tag, Bro, sag ich euch ganz ehrlich. Aber heute bin ich Vater und der Pain wird weggelacht. Die Drama Queen ist dead, ich mach big, big moves. Aber oh. Ich nur im Bett, ist der Ring mal Willen arg. Jetzt und hier bin ich im Wahn. Steck das Gieß am Sex Appeal, then made of steel wie Mr. Stark. Geil. Diese ganze EP ist wirklich so ein, wenn man sich down fühlt, reinhören, EP geben und dann wird man auch motiviert, so rauszukommen. Weil die Story von T auch wieder sagt, ey, früher, ich war daily drunk, daily on drugs, daily nur im Bett gelegen, kam nicht raus. Und wir alle kennen das, wir alle mal ein, zwei Tage, nicht wo wir daily drunk und daily drugged up sind, aber wo wir alle im Bett liegen, ja, wo wir alle im Bett liegen und nicht rauskommen und oh, whatever. Und dass die eben sagt, er hatte eine lange Phase davon, aber er hat es jetzt rausgeschafft. Entering the Villain Arc, weiß ich jetzt noch nicht so sehr, ob wir das alle machen sollten, ja, aber so Villain Arc im Sinne von, weißt du was, jetzt zeige ich mal meinen Dämon, wer hier wirklich der Dämon ist, so diese Type of Shit. Und das fühle ich sehr, das finde ich sehr, 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 weiß nicht, schön, dass er es anspricht
und uns daran teilhaben lässt und uns auch so Motivation gibt dadurch. Nie wieder gebrochen und auch nie mehr broken. Feelings in den Knochen, fühl mich wie auf Strom. Ich war oft kein guter Freund und deshalb siehst du rot. Doch mir geht's ähnlich, damit müssen wir es dealen, Bro. Wow. Boah, ich lieb diese geschriebenen Zeilen dazwischen, dann dieses ganz kurze Real Talk nochmal so. Doch mir geht's ähnlich. Dieses, wow, dieses direkte zum Zuhörer sprechen. Doch mir geht's ähnlich, damit müssen wir es dealen, Bro. Ich fühl mich so wie General Grievous. Dann zeigst du ihnen dein Herz, es ist am Ende eine Weakness. Wow. Ich hab so viele Karrieren von anderen Shootern. Oh Gott. Und nicht den Raum beteiligt, du Backe und in der Luft. Hey, egal zu welchem Preis, ich beiß mich hier allein. Okay, Hook wird geisteskrank. Das ist ja geisteskrank jetzt. Hey, egal zu welchem Preis, wow. Ich beiß mich hier allein raus wie ein Lone Wolf. Wow. Die Wände brechen ein, but I will never back down for my own. Wow, shit! Ja, Digga, ganz kurz, Mann. Wie krass ist die EP denn bitte? Können wir darüber nochmal reden? Holy shit, Digga. Okay, sorry auch. Sorry, Bro. Oh! Wow! Erfolg. Ich hätte so gerne die Reaction von T gesehen, als er das erste Mal so diese Hook zugeschickt bekommen hat und das erste Mal sie gehört hat. Seine Reaction hätte ich so gerne gesehen. Ich hab geballt und damit Erfolg. Ich hab zwei goldene Awards an der Wall. Ich hab ne Daughter, ich hab ne Wife. Ich habe Dogs und zwar nicht nur ein. Ich hab ne Whip, ich hab ein Haus. Ich hab so ziemlich alles, was ich brauch. Aber der Teufel und der Engel auf meiner Schulter sind beide nicht gerade gut drauf. Was meine das ist auch wichtig. Das habe ich auch einmal gemacht. Also einmal habe ich aufgeschrieben auf ein weißes Blatt Papier, was ich alles habe, worüber ich dankbar bin oder wofür ich dankbar bin und wo ich mir denke, krass, ganz viele andere hätten das gerne. Ganz viele andere hätten gerne, whatever, eine Wohnung oder so, checkt ihr, oder ganz viele andere oder allgemein so. Ich hatte dann aufgeschrieben, ey, ich habe gestern eine richtig geile Lasagne zerfetzt, eine richtig geile Lasagne gegessen, so. Und sowas aufschreiben und dann geht ihr diese Liste durch und ihr werdet anfangen zu lachen und zu euch zu freuen, weil ihr seht, Digga, stimmt, vorgestern hatte ich das Geile. Und auch wenn alles am Tag scheiße war, dann kann man immer noch irgendwie aufschreiben, ey, ich habe meine Lieblingsserie geguckt und habe kurz bei meinem Lieblingsgag gelacht oder, keine Ahnung, Streamer XY ist online gekommen und ich hatte eine geile Zeit dabei, so, wisst ihr? Und wenn man solche Sachen sich aufschreibt, kann man sich das durchlesen und denken, Digga, actually die letzten Wochen oder so waren echt geil, so, keine Ahnung, also das ist, kann ich sehr empfehlen auf jeden Fall, sehr helpful. Polyphäre ist unser Platz in der Welt, sind heute hier, sind morgen da, leben so wie die Nomaden im Zelt. Tappen im Dunkeln wie beim Ghost Hunt. Wann kommen wir endlich irgendwo an? Toxen, okay, wow. Daily joggen, so wie David Goggins, ein Herz wie mein Tochter, ein Herz wie Body. Digga, Shoutouts auch David Goggins, Mann, krass. Ich glaube, der erzählt auch ein bisschen, was nicht so 100% empfehlenswert ist, ab und zu wahrscheinlich. Aber David Goggins kann ich sehr, sehr empfehlen, ab und zu mal bei ihm reinzuhören oder reinzugucken. Der Mann ist eine fucking Maschine, Bro. Der ist geisteskrank. Mein Tochter, ein Herz wie Body, will mein Handy schrotten, lass mich nicht von Herbert stoppen. Ich hab keinen Bock, den ganzen Tag nur rumzweig wie heute. Wow, die Hook ist insane auch. Wow. Geistkrank. Geistkrank. Also Hook ist wirklich geistkrank. Hook ist geisteskrank. Geisteskrank. Geisteskrank einfach auch. Straight up geisteskrank wirklich. Geisteskrank. Full Moon geisteskrank. Full Moon wirklich geisteskrank. Es ist so schwer. Ich kann und will mich, glaube ich, gar nicht festlegen, ja. Weil es so schwierig ist, die Sachen zu ranken, die Tracks, weil jeder Track irgendwas anderes in mir auslöst auch, ja. Aber Full Moon geisteskrank. Geisteskrank, Mann. Die Hook von Young Moon war insane. Insane, wirklich. Also wirklich insane. Wow, ey, wir sind bei den letzten zwei Tracks angekommen, ja? Bei den letzten zwei Tracks. Britney Spears. Britney Spears, Mann, let's go. Was ist mit Britney Spears los? Das letzte, was ich mitbekommen habe vor ein, zwei Jahren, dass auf Instagram sie nicht wirklich sie selber war, sondern mit AI so jemand anderes war und
keine Ahnung, aber ich glaube, Britney ist free, right? Right? Die war lange irgendwie so locked up, irgendwie contract-mäßig. Aber ich glaube, sie ist jetzt free und kann machen, was sie will oder so. Good for her. Der Puls schallt von mir ein Meer aus Flashlights. Ich tau rein, ich bin voller Adrenalin. High on another to see. Geil. High on fucking life, ja. Geil. Oh. Aha. Geile Melodie, geile Melodie. Freunde wollen Peaks mit mir. Internet sammelt, paar Bilder auf der Bank, aber immer noch Angst, auch wenn nichts passiert. Yeah, ups, stimmt, da hat hier auch oft drüber geredet. Zukunftsangst so. Immer noch Angst, auch wenn nichts passiert. Ja, checke. Der Bank, aber immer noch Angst, auch wenn nichts passiert. Yeah, ups, again. Schon wieder die innere Stimme. Oh! Digga, der Flow ist krass. Oops, I did it again, schon wieder die innere Stimme verdrängt. Kommt krass. Krass. Boah. Damals lief der Bullshit noch von ganz alleine. Ja. Jetzt fühlt es sich anders, aber es mittlerweile fast vorbei ist. Ja. Je heller dich ein Werfer, desto dunkler sind die Schattenseiten. Real Talk. Boah. Ja. Boah. Digga, wirklich. T in jedem Track. In jedem Track versucht er uns, seine Zuhörer zu pushen, was auf dem Weg mitzugeben, was Wertvolles. Wisst ihr, Leute können sagen über T, was sie wollen. Das ist scheißegal, aber er denkt immer daran, irgendwas Wertvolles in seine Tracks reinzupacken. Und das ist ihm super wichtig und das hört man einfach, Digga. Wow, so ein geiler Beat auch. Shoutouts an fucking Kira für alle Beats hier drauf. Wow. Ist doch ein Joke, man kennt mich als Maschine. Jeder von euch weiß ja nicht in allen Spielen. Hinterlass ich danach die Location als Ruine. Doch wie warte ich, ich fresse wie ein Phantomime. Ja, ambivalent, bin vielleicht morgen ein anderer Mensch. I am perfect und I ain't worth it. Sind wow. Sie nicht nah beieinander, my man. Boah. Mein Verstand schiebt wieder Krise. Tausend Tabs, die ich nicht schließe. Egal wie hoch die Welle schlägt. So smart, Digga. Tausend Tabs, die ich nicht schließe, auf den Kopf bezogen. Dass man tausend Dinge hat, über die man 24-7 constantly in the back of your head so mäßig nachdenkt. Und dadurch wird alles overall langsamer, so wie wenn man bei Chrome, gut, bei Chrome reichen auch zwei Tabs. Du hast zwei Tabs bei Chrome offen, nichts geht mehr am PC. Chrome zwei Tabs offen, nichts geht mehr. Du kannst dir einen neuen PC kaufen, sag ich ehrlich, ja. Also ehrlich, ich war immer Chrome-User, bin aber großer Firefox-Opera-Fan geworden, weil... Bro, Chrome ist langsamster Arsch der Welt, wirklich. Mein Verstand schiebt wieder Krise. Tausend Tabs, die ich nicht schließe. Egal wie hoch die Welle schlägt, halt mich über Wasser, so wie Jesus. Wow, Hook auch hier, geil. Wow. Oh, das kenne ich irgendwer von TikTok, glaube ich. Sehr starker Track. Ich sag ehrlich, Britney Spears, sehr starker Track auch. Sehr, 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 sehr starker Track, Mann. Holy, das war halt auch das, was ich meinte. Er ist erstmal super relatable und er denkt halt immer daran, irgendwie was mitzugeben, Input zu geben und deswegen mag ich die Mucke von T auch so unfassbar gerne. Abgesehen davon, dass ich ihn halt schon ultra lange verfolge und so mit ihm aufgewachsen bin, was sich immer ein bisschen weird anhört, so, aber ihr checkt. Einfach weil er super viel Input gibt, so, und man super viel rausziehen kann aus seiner Mucke und das appreciate ich sehr und weil er selber viel durchgemacht hat und uns daran teilhaben lässt, so, deswegen
appreciate das sehr. Letzter Track, die EP, Junge. Wie können wir hier knapp eine Stunde sitzen schon wieder? Das kommt mir vor wie 20 Minuten, Mann. Ich weiß doch nicht. Ich habe einfach nur die Mucke enjoyed. Okay, let's go. Wir treten alle in dieser kleinen Show auf. Und dann sterben wir. Geil. Stark. Ich lerne schnell, so wie Ichigo Kurosaki, diese Welt zieht die Kinder schon in die Matrix. Meine Tochter war gerade mal 2 Monate da, als sie einen Brief. Genau, stimmt, das war der Part aus dem Snippet. Mit dem geschrieben stand, dass sie nicht viel mehr als eine Zahl ist. Ja, 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 ja. Hey, Black Mirror in this bitch. In der Spiegelung seines iPhones finde man sich nicht. Deswegen heißt er Black Mirror übrigens Black Mirror. Checkt ihr? Weil das so die von dem Screen dieses Spiegelbild darstellen soll. Also Handy-Display, wenn es aus ist, PC, Fernseher, whatever. Aber hauptsächlich Handy-Display, wenn das aus ist, hast du ja einen Black Mirror, einen schwarzen Spiegel, der dir dein Gesicht selber zeigt. Und Black Mirror möchte eben mit den Stories uns einen Spiegel vors Gesicht halten, wie unsere Gesellschaft ist, deswegen. Vor uns findet man sich nicht. Ey, wir ignorieren die Signs, die in Signalfarben blinken. Du bist grown, Bro, doch gieß selbst deine Zimmerpflanzen nicht. Okay. Ich hatte nur ne grüne Daumen, wenn ich Tüten rauchte. Ich war übelst drauf, ich machte monatelang meine Tür nicht auf. Motherfucker, jetzt fahr ich meine Flügel auf. Ja, Mann. Wie ein gottverdammter Jet. Ich bleib locker und relax, weil ich mir den Kopf nicht mehr zerbrech. Ich will Boah, das ist so satisfying. Eingeloggt, Spiel des Lebens, Player One, zieh dir Fehl. Das ist so satisfying. Hört sich so satisfying an. Geile Hook, geistkranke Hook. Young, aus Diamant auf dem Ehering. Mein Schicksal hab ich in der Hand, also reden. Wir haben keinen Schimmer von diesem Leben. Jeder zweite Pisser will dich belehren. Wenn du denkst, du hast es geblickt, dann ist das eingebildet. Boah, Beats sind wirklich insane auch auf der EP. Ich hab mit 16 gedacht, ich würde die Welt verstehen, war selten dämlich. Ich hab mich oft selbst sabotiert und ich spür die Schmerzen täglich. Ich bräuchte mal wieder eine Health Potion, ja. Täusche mal wieder mit Bestnoten. Ja. Selbstwert im Keller, was denkst du, warum muss der Beast sich permanent selbst loben? Ausgelockt, Spiel des Lebens, Dorflamingo, die Fäden. Für mich als wäre ich das Story, weil ich Bombenspieler und gleichzeitig mal okay. Wow! Spiel des Lebens, Dorflamingo, stark. Die Fäden. Für mich als hätte ich mich. Ausgelockt, Spiel des Lebens, Dorflamingo, die Fäden. Wow! Wow. Krass. Geiles Outro. Geiles Outro von IP. Wow. Was eine krasse IP, Mann. Ich würde sagen, meine Favorite-EP von T bis jetzt. Der hat viele EPs gedroppt. Er hat viel Mucke gemacht. Aber das Gesamtwerk hier, diese EP, ist für mich mein Favorite-Stück Musik, was T rausgebracht hat, würde ich jetzt sagen. Ich habe es erst einmal gehört, ich weiß. Aber bis jetzt hat mich nichts so mitgenommen. Ich bin halt großer Fan von Lyrics auch. Und ich habe das Gefühl, hier war T vielleicht nicht am persönlichsten, aber auf jeden Fall am... Er hat uns hier am meisten an seinen Gedanken und Werten teilhaben lassen, habe ich das Gefühl. Und hat uns hiermit am meisten auf den Weg gegeben und am meisten so gesagt. Also ich finde, jeder Track hatte so ein bisschen sowas von, hey, es war alles kacke oder I know, mir geht's oft kacke, aber ich stelle mich dem und breite meine Flügel aus. Oder auch der Track mit Moneyboy zusammen hat ja auch dieses Feeling so, wisst ihr, ich dachte, es geht die ganze Zeit bergab, aber actually geht's jetzt bergauf, weil ich dafür sorge, so dieses... Man kann sich rauskämpfen aus allem und dein Leben, du bist der Spieler in deinem Leben, du kannst alles machen. Und das habe ich sehr enjoyed auf dieser EP. Und Bro, die Hooks waren geil. Die Young Mon Hook war insane, Mann, war wirklich insane. Und allgemein die Hooks hier drauf, die Musikalität, die er auch mit reingebracht hat. Der Kira-Part war geil, allgemein Kira müssen wir in den Himmel loben für die geistkranken Beats. Sag ich so, wie es ist, ja. Also sehr, 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 sehr starke EP. Und wie gesagt, für mich... Eventuell mit das beste musikalische von T, was ich für mich persönlich so gehört habe. Und ja, bin ultra happy. Sorry nochmal für den Eintag Verspätung, aber dafür
sind wir jetzt immer noch ganz gut dabei, würde ich sagen. Und ja, wir hören uns gerne das nächste, die nächsten Projekte von T wieder hier an zusammen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten bei so einem langen Video. Das weiß ich sehr zu schätzen, wie gesagt. Vergesst heute nicht zu lächeln. Ganz wichtig, ja. Ganz wichtig heute. Dankeschön. Wir sehen uns. Bleibt so fresh und gut aussehen. Packt gerne eure, ich sag's am Ende immer erst, eure Top 5 Songs in die Kommentare, falls ihr eine Top 5 machen könnt oder wollt. Müsst ihr nicht. Und dann sehen wir uns und ciao.